Shuttle Bay, der Bruder von Michael Bay. Ja, ja. Oh Gott. Hast du übrigens mitbekommen, dass Uwe Boll eine Kickstarter-Kampagne startete für Postal 2? Okay, hätte ich eine Kreditkarte, würde ich ihm was geben. Aber Kickstarter geht ja nur mit Kredit. Die akzeptieren ja kein PayPal und nix. Du würdest Uwe Boll was geben? Ich fand den Postal-Film von ihm recht unterhaltsam. Der war halt genauso sinnlos wie die Spiele. Ja, das ist ja dann auch nicht so schwer bei Uwe Boll. Der macht ja auch nur Scheiße. Gehen wir erstmal hier ran, oder? Was willst du hier? Ah, noch eine! Welche Tür willst du jetzt nehmen? Meine oder deine? Die hier. Aber die andere ist müssen. Auch schön. Ja, aber da ist bestimmt Loot. Ja, deswegen gehe ich hier rein. Ich muss hier nicht rein, also gehe ich da rein. Hier gibt's hin, oder? So, ich hab gedacht, wir müssen in die andere. Ja, wir müssen ja auch in die andere. Aber hier können wir rein. Also ich hab gedacht, das hier wäre die andere. Das hier ist ja auch die andere. Naja, hat's jetzt kaum gelohnt, oder? Ja, aber war ja deine Wolfram-Stamme. Ich hab noch 12. Dann ist ja gut. Da geht's los. Zurück. Ja, da wollen wir auch hin. Ja, stimmt. Er drückt. Ein Aufzug. Oh Wunder, oh Wunder. Geh aus der Ecke raus. Schön, wie wir alle treffen. Okay. Ich versuche mal ein Remote Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Aber wir müssen über den Aufzug rüber, wo ich gerade gerufen habe. Das ist ja kein Aufzug, das ist ja quasi eine Plattform, eine bewegliche. Einen Rüberzug quasi. Ich hab bestimmt, dass wir rüberfahren statt runter. Hui! Ja, also doch ein Aufzug. In dem Sinn. Der aber auch rüberfährt. Was denn eine Stasehilfe? Was kann ich denn damit machen? Dann die Bank. Das ist auch noch ein Upgrade-Teil. Ich habe gedacht, deswegen was Produktives. Na, jetzt packt er erstmal den ganzen Scheiß aus. Okay. Oh yeah. Wir brauchen eine Platine, einen Funkcontroller und ein RAS-Ortungsmodul. RF-Ortungsmodul? RAS. RAS, weißt du? Komm. Ich werde jetzt hier runtergefahren. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal das Modul, wo wir bauen sollen, oder? Das war jetzt nicht so richtig nützlich. Ja, guck hier. Wir brauchen das Modul, die Fernsteuerung, ja, die wir bauen müssen mit den Einzelteilen. Dann lass mal hier runterfahren.
Die Ducken-Funktion hat man jetzt seit dem Intro auch nicht mehr gebraucht. Kommen noch mehrere Szenen mit humanoiden Gegnern, die dann schießen, also... Sehr schön. Oh, die Fliege sind so schnell! So schnell tot. Ja, das auch. Okay, ein Teil haben wir ja, ne? Die Tür ist zu. Ja. Ich hab ein Teil. Schon die Leiter hoch? Ja. Ist da irgendwas von Belang? Da lag so ein Teil rum. Sonst nix. Oh, nö, bisschen Loot. Ach so. Aber hier geht's weiter. Ja, drüben auf der anderen Seite war ein Aufzug. Ja. Hört sich an wie bei Evil Dead hier gerade. Hast du die Fortsetzung, ja. Die Neuinterpretation, nenn ich's mal großzügigerweise. War zu Ende gesehen mittlerweile? Nö. Ist ja noch nicht auf Blu-ray draußen. Ab Dezember jetzt irgendwie, oder? Ich glaub schon. Oh, cool. Was denn geköpft? Tja. Guckst du. Also der nächste Film, den ich mir im Kino angucken werde, ist das Remake von Curry. Ey! Ups! Hab ich vergessen! Mit der kleinen Chloe Grace Moretz. Ja, du hast mich trotzdem vergessen. Ja, ich komme wieder hoch. Ja, du kommst wieder hoch, verarsch mich halt. Hoffentlich wirst du überrannt und gegessen. So. Aber eigentlich war da unten nicht ein Gegner. Hör ich aber anders. Warte doch mal auf mich. Ey, du bist doch ein... Wow! Geht's dir da unten gut? Ich hab dir geholfen. Ich hab auch mal was geköpft. So, das Ruder muss den basteln. Ich bastel, du tötest. Was muss man dabei auch noch töten? So, ich gehe davon aus, dass die Viecher jetzt gleich kommen. Das ist blöd, weil du viel besser im Töten bist. Okay, ich hab's. Ich bin auch besser im Basteln, wie es aussieht. Wieso, ich hab doch alles getötet, was kam. Kommst du? Platzier das mal da, genau. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment, auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. War doch klar, oder? Yep.
Guck, ich hab gewartet. Oh, was bin ich froh, dich als Freund zu haben. Da lang? Ja, yep. Da lang. Suche Bot-Armee! Oh, hi! Wer denn hi? Da kommt eine. Da, guck! Oh. Ach, der! Wir sollen hier ja gar nicht her. Aber da ist eine Leiter. Wir sollen hier auf den Aufzug. Ja, da drüben ist eine Leiter. Ja, aber die würden wir noch gar nicht benutzen können. Backtracking und so. War ja im ersten Teil bereits schlimm. Warte auf Partner. Das Motto meines Lebens. Also, solange du dich nicht outest, wird das auch nie was, ne? Anbringen, okay. Kraftdüsen anbringen. Manuell verbinden. Okay. Hat du fein gemacht. Ich weiß, wie man Dinge reinsteckt. Aber du musst mich verteidigen, während ich hier. Das klappt schon. Viertelhammer. Oh, die Hälfte. Die Ansage sagt 3/4. Und voll. Ich kann Leute mit ihren eigenen Äxten bewerfen. Ich weiß, es gibt auch ein Achievement dafür. Ich hab's aber gerade schon gemacht und es hat kein Achievement gegeben. Muss 10 Leute damit töten, also 10 Gegner damit töten. So. Du Achievement-Hure. So wollte ich mich informieren. Los, nochmal hier. Okay, der Tank ist voll. Das geht ja schnell. Schon besser. Okay. Doch eben schon befüllt. Na, weg hier. Oh, was kann die Schlampe eigentlich? Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du gerüstet wirst. Hast du die deutsche Synchro an? Ja. Los, verschwinde da, bevor du gerüstet wirst. Ich weiß nicht, wie man es bei Origin auf Englisch umschaltet, ist mein Problem. Game vielleicht, im Menü. So. Ach! Hinter uns rennen brennende Necromorphs durch die Gegend. Vor uns auch. Dann mal durch. Ach, ist mir blöd. Oh Gott, wieder diese Regeneratoren. Guck mal hier, ich glaube, jetzt kommt meine Leiter zum Tragen. Lass mich da mal brutzeln. Ich hab grad gebrutzelt. Okay, überlebt.
Wir sind auch schon lange nirgends mehr runtergefallen. Gibt mal wieder Zeit, ne? Ja. Ah! Heil dich! Versuch's. Ich bin so scheiße mit dem Feuerkraft. Du hast mich Chaos versetzt. Dich? Ja. Ich hab mich abgefackelt. Du hast mich in Stase versetzt. Gedacht, Friendly Fire ist aus. Ja, aber Stase geht offensichtlich. Das ist ja blöd. Dann lass mal rennen. Ah, fuck! Du bist so ein Depp! Ich hab gedacht, du bist vor mir. Ich merke schon, die Schwierigkeit hier besteht in dir, nicht im Spiel selber. Gibt doch. Fuck, hat schon wieder verbrannt. Es gibt auch ein geheimes Achievement, spiele das Spiel erfolgreich mit Gumbulum als Koop-Partner durch. Ohne zu sterben. Aber das hat bisher noch niemand gepackt. Ohne nach Frankfurt zu fahren und ihm auf die Fresse zu hauen. Ja. Okay, jetzt mal ohne, dass du verbrennst. Du kannst dich auch im Feuer heilen, ne? Ach, kann ich? Ja. Sag mir das doch. Ich dachte, sowas probiert man da aus Reflex aus. Nö. Okay, warten, alle guten Dinge Aufzug bin, Aufzug drücken, runterfahren. Okay, ich habe auf jeden Fall noch Medikits. Das freut mich. Und durch. Und runter. Jo. Das ist wie ein durchchoreografierter Tanz. Was sagen wir dem Tod? Nicht heute. Nicht heute. Und durch. Und aufzurufen. Ja, und sich der Anstellung den Necromorph erwehren. Scheiße. Jetzt nicht den Partner in Stase versetzen? Hm? Vorsicht. Hinter dir, Regenerator. Partner ist gestorben. Wie kam der denn so schnell da hoch? Wie kannst du denn sterben? Erkenne mich noch einmal voll, wenn du hier die ganze Zeit stirbst. Ey, wir haben hier jetzt mehr Rüster als dir zu verdanken als mir, ja? Nur weil deine HP-Anzeige viel größer ist als meine. Irgendwie muss ich doch mein spielerisches Unvermögen kompensieren, oder? Ja, der lässt mich nicht durch. Ich häng hier fest. Stopp. Ja. Du bist so ein Kasper. Ich hab mich da drin geheilt, verdammte Scheiße. Aber ich hatte keine Medikits mehr. Ich sehe schon, wir brauchen wieder so eine Geschwindigkeitsmelodie. Alles ist doch ehrlich. Okay, vorm Feuer warten. Nicht reinrennen, nicht brennen. So, jetzt langsam durch. Auf die Axtwichse scheißen. Rolle und weg. Ja toll, das mit der Rolle ist natürlich. So, komm zu mir. Geh du als erstes durch.
Kann ich auch unter dem Feuer durchrollen? Ich würde es an deiner Stelle nicht probieren. Jo, der hat keine Beine mehr. Vorerst. Da oben kommt eh ein neuer, komm. Also ich halte den Rücken frei, ganz geschwind, nicht vorrennen. So. Der Arzt versetzt, Beine weggeschossen. Und ins Feuer gerannt. Okay. Von den Aufzug. Ach, wir müssen da rüber. Wirklich? Ah, okay. Kommst du? Das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Der Terror pur hier. Wohin müssen wir? Wir müssen das Schleusentor öffnen. Wo ist denn das? Am Ende des Hangars. Okay. Die Tür brennt. Ich bin gefallen und verbrenne dich nicht. Wieso? Ich mag den Geruch nicht so. Mein Anzug ist aus Gold, ich habe einen niedrigen Schmelzpunkt. Einen niedrigen? Ja. Wo war der Schmelzpunkt? Relativ, ja, relativ früh, also im Vergleich zu anderen Metallen, aber frag mich hier nicht nach Zahlen. Tu ich aber gerade. Oh, da ist ein Schütz. Ist das gut? Auf was kann ich damit schießen? Ah, Nekromorph. The final countdown. Rausgezogen werden qualifiziert als wo runterfallen, oder? Ja, es kommt auch selber raus. Gemacht. Ja, ne, ich bin begeistert von uns. Ist ja nicht so, dass wir irgendwo versagt hätten. Nö. Bist du? Töte Necromorphs. Okay, gibt's gar keinen. Doch, hier diese Spucke. Bitte? Die hab ich getötet. Hinter drüben. Ah, da unten ist der Eingang.
Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wo fliegst du rum? Versuch zu dir zu kommen irgendwie. Guck mal unter dich, da ist so eine Landeplattform. Oder ein Eingang quasi. Da kommst du wieder da, flieg mal runter, einfach runter. Drück mal Y. Y, okay. Und jetzt runter. Ja. Unter dir ist das Schiff. Ah, ich komm zu dir. Ah, da. Hier jetzt? Ja, hoch. So. Quasi. Ach, da, wo ich vorhin rausgeflogen bin. Genau, genau. So, dann fliegen wir mal weiter. Jep, jep, jep. Gut.